Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des PSPICE Workshops hier bei ettutorials.de. Heute soll es direkt losgehen mit der Installation der Software, der Installation von PSPICE. Ich verwende in dem Workshop die Software aus dem Buch von Robert Heinemann, PSPICE Einführung in die Elektroniksimulation. Die Software ist ein wenig erweitert worden und zwar beispielsweise um die Einführung von europäischen Schaltzeichen, sodass man in der Software PSPICE, die ja eigentlich eine amerikanische Software ist, nicht mit den amerikanischen Schaltzeichen arbeiten muss, sondern letztendlich europäische Schaltzeichen verwenden kann. Ich finde das besonders wichtig, gerade in der Ausbildung, wenn man sich an die Schaltzeichen gewöhnen soll, dass man dann in der Software auch mit den Schaltzeichen arbeiten kann, die man dann auch in der Schule, Fachhochschule, Universität entsprechend verwendet und dann nicht jedes Mal umdenken muss und sich erstmal an einen Standard gewöhnen kann. Okay, diese Software kommt aus dem Buch von Robert Heinemann. Wenn man zu Amazon geht, dann kann man sich dieses Buch einmal anschauen beziehungsweise einige Seiten anschauen. Man sieht das Inhaltsverzeichnis beispielsweise, um einen Eindruck zu haben, um was es bei PSPICE und bei dieser Software entsprechend angepasst eigentlich geht. In diesem Buch wird PSPICE in verschiedenen Lektionen erläutert. Ich werde nicht alle Dinge, die in dem Buch behandelt werden, hier auch in diesem Kurs besprechen. Also das Buch geht an manchen Sachen auch ein bisschen weiter als das, was wir hier in dem Kurs machen werden. Beispielsweise werde ich nicht auf die Digitaltechnik eingehen und auch ein paar Feinheiten, die man später in dem Buch noch finden wird, werden wir nicht direkt hier auch behandeln in dem Kurs. Das heißt also, das Buch geht schon ein bisschen weiter als das, was wir hier in dem Kurs machen werden. Dafür werden wir aber auch einige Dinge machen, die hier in dem Buch nicht besprochen werden. Das heißt, dieser Kurs ist keine 1:1 Anwendung des Buches. Ich habe das Buch hauptsächlich gewählt, weil die Software für den Unterricht sehr geeignet ist und würde aber trotzdem empfehlen, mit dieser Software zu arbeiten und auch mit dem Buch zu arbeiten, weil man doch sehr schnell Dinge nachschlagen kann. Das kann man beispielsweise sehen, ich wähle mir hier die ersten Seiten auf und da sieht man so die Struktur des Buches. Also hier werden Dinge Schritt für Schritt erklärt, beispielsweise hier unten ein neues Projekt anlegen. Dort wird genau gezeigt, was man wo einstellen muss, um letztendlich hier dieses neue Projekt zu bekommen. Und dann sieht man, kann man im Prinzip solche Dinge immer wieder nachschlagen, wenn man nicht genau weiß, wie man bestimmte Dinge genau machen soll und sich vielleicht nicht ein komplettes Video dafür angucken will. Okay, zur Installation der Software. Hinten im Buch findet man eine CD. Ich habe die CD direkt mal hier aufgerufen und in dieser CD gibt es im Prinzip nur eine Datei. Das ist die Datei Heinemann Auflage 6.exe und dort ist letztendlich die komplette Software gepackt. Ich mache mal einen Doppelklick auf diese Exe-Datei und dann soll man bestätigen, dass jetzt auch diese Software entpackt werden soll. Ich mache das mal. Er schlägt das Verzeichnis cpstemp vor, das ist das Standardverzeichnis für diese Software, das kann man entsprechend ändern. Ich lasse das hier mal auf diesen Default-Wert, drücke auf Unzip und dann entpackt er die Dateien. Das dauert eine Zeit, also ich breche das Video gleich mal eben kurz ab und melde mich dann wieder, wenn die Software installiert worden ist. So, die Software ist nun erfolgreich installiert worden bzw. entpackt worden zunächst einmal. Das hat jetzt einige Minuten gedauert. Also wenn du die Software entpackst, nicht ungeduldig werden, man könnte meinen, der Rechner wäre abgestürzt, ist er aber nicht und das dauert dann halt ein paar Minuten, gefühlt eine halbe Stunde, also insofern, man sollte ruhig ein bisschen Geduld haben.
Es kommt aber dann irgendwann die Meldung, 27 Dateien erfolgreich mit Unzip entpackt. Und das hat also funktioniert. Man bestätigt mit OK. Und dann startet auch das Installationsprogramm. So, das dauert jetzt auch ein wenig. Das heißt, ich breche hier einmal ab. Ich breche die Aufnahme ab und melde mich gleich wieder, wenn auch diese Installation geklappt hat. So, auch die Installation ist durchgelaufen. Beendet wird sie mit dem License Agreement. Kann man sich gerne durchlesen und dann anschließend bestätigen mit Next. Anschließend wird nochmal dringend empfohlen, alle Antivirus-Programme abzuschalten, damit die Installation auch funktioniert. Und wenn man das gemacht hat, drückt man auf OK. Dann wird ein Installationsverzeichnis vorgeschlagen. Das kann man so belassen. Man kann es aber auch gerne woanders installieren, je nachdem, wie man das möchte. Drückt auf Next. Ein Folder, Next, Next und dann läuft die Installation. Auch hier stelle ich mal wieder den Zeitraffer ein. So, das war jetzt ein Zeitraffer, ein Schnelldurchgang durch die Installation. Die Installation dauert normalerweise mehrere Minuten und beendet wird dann dieser Prozess mit dieser Product File Extension Registration. Da geht es darum, dass die einzelnen Endungen bei einem Doppelklick im Dateibrowser beispielsweise mit der entsprechenden Anwendung verknüpft werden. Und hier kommt eine Meldung, dass manche Endungen bereits registriert sind für andere Anwendungen und ich würde empfehlen, im Prinzip diese Abfrage hier mit Nein zu beantworten, damit die Verknüpfung mit den bisherigen Anwendungen erhalten bleibt. Also ich drücke einmal auf Nein. So, jetzt wird die Umgebung eingerichtet. Auch das dauert ein paar Momente. Und dann wird die Installation gleich auch beendet sein. Ja, das Installationsprogramm meldet die Fertigstellung. Drücken wir mal auf Finish. Und dann ist die Installation abgeschlossen. So, und nachdem nun die eigentliche Software installiert worden ist, müssen nun noch einmal die Euro-Modifikationen durchgeführt werden. Das heißt, es werden die neuen Schaltzeichen eingefügt. Dazu geht man in das Verzeichnis cpstemp. In diesem Verzeichnis ist ja die Software installiert worden und da ruft man dann letztendlich das Programm zur Euro-Modifikation auf für das entsprechende Betriebssystem. Also entweder für XP oder bei Windows 7 oder Windows Vista eben Euro Setup Vista.exe. Ich mache das mal einmal mit dem Doppelklick, möchte das zulassen und dann öffnet sich dieses DOS-Fenster und dort werden im Prinzip die Bibliotheken kopiert. Es werden Änderungen an der PSPICE INI und an der Capture INI durchgeführt, meldet anschließend fertig und dann drückt man eine Taste und dann ist die Euro-Modifikation durchgeführt worden. So, anschließend startet man den Rechner neu und dann ist die Software ordnungsgemäß installiert.